Decke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Was ist die Steigerung von einer 1A-Lage? Richtig, der Kurpark in Bad Ems. Dort inmitten der wunderschönen Gartenanlage direkt an der Lahn hat sich das Restaurant von und zu etabliert. Lecker, locker und liebenswert können hier genussreiche Stunden in einmaligem Ambiente erlebt werden. Wir wollten ein Restaurant schaffen, in dem sich sowohl jung und alt wohlfühlen. Wir haben qualitativ hochwertige Küche, aber haben trotzdem gesagt, wir wollen kein Sterne-Restaurant sein, kein Schickimicki, aber trotzdem ein Ambiente, in dem man sich wohlfühlt. Daher auch der Name Von und Zu, weil wir in diesem alten Gebäude sind, in dem damals Von und Zu ein- und ausgegangen sind. Und dann diese drei Worte unten drunter: lecker, locker, liebenswert. Die Küche ist vor allem lecker, kreativ und regional. Zum Sonntag aber gehört schwerpunktmäßig ein ganz spezielles Traditionsprodukt. Sonntags ist immer unser Kaffeekuchentag. Da gibt es nur Streuselkuchen vom Blech, von meinem Onkel, selbst gemacht, von der Plätzer Mühle. Und sonntags ist das eben dieses Kommen und Gehen in Wandersachen, Kinder, Hunde, ja, lustiges Treiben im Garten. Frisch auf den Tisch. Dieser Reim wird hier täglich mit Leben gefüllt. Wir machen jetzt gleich ein Pfifferlingsrisotto, wo wir ein bisschen Zwiebeln mit ansetzen. Wir haben frische Kräuter aus dem Garten gerade geholt, ein bisschen schön mit Kräuter drin. Ein Risotto garen wir vor und ziehen es einfach nur noch auf jetzt hier zum Schluss. Und dann schäumen wir uns ein bisschen den Safranschaum dazu, sodass wir noch einen Kontrast haben. Nicht nur Trend, sondern echte Überzeugung. Im Von und Zu weiß man genau, welche Leckerei woher kommt. Wels aus der Lahn, Kartoffeln von der Plätzer Mühle oben in Obertiefenbach. Die Weinbergspfirsiche kommen von meiner Schwiegermutter aus dem Garten, sodass wir Holunder selbst pflücken hier in der Gegend und versuchen wirklich Wild aus Braubach, Kauberplatte, also auch wirklich gucken, dass wir aus der Regionalität arbeiten und so viel wie möglich mit unterbringen. Die Gäste honorieren die kontinuierliche Arbeit an der Qualität. Der Ruf des Restaurants reicht schon weit über Bad Ems hinaus. Das Essen ist hier einfach phänomenal. Es gibt immer was anderes. Alle 4 Wochen gibt es eine neue Karte oder neue Gerichte. Deswegen lohnt es sich für uns auch, fast eine Stunde zu fahren. Wir kommen von weiter weg. Ich liebe das Ambiente vom Von und Zu. Das ist wirklich sehr gelungen, finde ich. Es war ja das alte Kurcafé, aber was die zwei daraus gemacht haben, das muss man wirklich sagen, ist sehr schön geworden. Und ich bin Handwerker von Beruf, deswegen gefällt mir das hier sehr gut. Im Grunde waren es Kundenwünsche, die Lisanne Güll und Kai Ruckdeschel nach einer erfolgreichen Zeit als Catering-Unternehmer nach einer festen Location Ausschau halten ließen. 10 Jahre lang gelassen feiern hieß das Unternehmen und wir sind deutschlandweit rumgetourt sozusagen, immer jedes Wochenende dahin, wo uns unsere Kunden hinhaben wollten. Wir sind immer bei diversen Event-Locations zu Gast gewesen und haben uns dort um Essen und Trinken gekümmert. Ja, und dann kam irgendwann das Feedback von unseren Gästen, dass man doch auch gerne mal einfach so zu uns essen kommen möchte. Dieses einfach so führte dann aber doch zu einer höchst akribischen Vorbereitungsphase. Mit dem Ergebnis waren und sind die beiden sehr zufrieden. Wir sagen immer unser Wohnzimmer. Also so sollte es auch vom Ambiente eben sein, dass die Gäste reinkommen, sich sofort wohlfühlen. Auch die vielen Brautpaare, die wir haben, dass sich jeder auch irgendwie selber noch wiederfindet, sich mit seiner eigenen Dekoration entfalten kann. Daher eben jetzt auch keine lilanen Wände, das wäre vielleicht ganz hip gewesen, aber auch nur temporär. So ist das doch dieser, ja, wir sagen immer so ein bisschen nordische, so ein bisschen Scandi-Style angetouched und auch so ein bisschen das Industrielle, was aber trotzdem zu der Außenhaut passen sollte, also zu diesem doch sehr alten Gebäude. Früher nur Kaisern, Adligen und der gehobenen Gesellschaft vorbehalten, steht das Kursaalgebäude und damit das Von und Zu heute jedem offen. Und das in einem Ambiente und mit einem kulinarischen Angebot, das sicherlich auch die feine Welt von damals sehr begeistert hätte. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.